Flachspieler. Warum denn so türkisch? Man kennt doch auch die Spinne. Also letztes Mal in meinem Schrank. Starke! Dann durfte ich dich immer mit Sprühsahne füttern. Oh, Mann! Du bist ein Handwerker, jetzt keine Hobby-Terroristen mehr sein. Du wirst mit. Hallo! Ihr könnt schon unser Sugar Daddy werden. Stopp! Es wird auch gemacht, für sowas zu gehen. Nein, ich schaue von der Kuchenwasser. Okay, die Aufnahme läuft, Jungs. Junge, ist ja nicht voll Hall in der Küche. Das ist. Jungs, heute mir das Fenster auch zu. Ja, vielleicht. Brauchen wir die ganze Fläche hier? Das ist mein Fehler. Ich brauche ein Brett. Das ist hier vorher schon. Du brauchst ein Brett, aber jetzt noch nicht. So, wieso liegt hier ein Skatkabel? Was ist das? Das ist für ein VHS-Rekorder. Alter. Das ist ein Skatkabel. Welche Länge ist älter als du? Oh, guck mal, da ist ein ganzer Knoblauch aufgepielt. Also, Aufnahme läuft. Dirk, machst du wieder Anmoderation? Ja, willkommen bei Gedanken durch Podcast, Folge Nummer 14. Wir stehen gerade in einer Küche in München. Special-Folge, das erste Mal gemeinsam in einer Runde. Ich kann Dirk in einer Küche. Wir können uns berühren. Ja. Und das wird sich schon. Ja, komm, das ist sehr gut. Ah, du. Okay. So, den homosexuellen Part haben wir jetzt schon hinter uns. Ja, und jetzt geht's an den noch schwuleren Part. Knoblauch. Kochen. Wisst ihr, mal Frauen? Auf jeden Fall. Wir haben eine Gulaschsuppe stehen. Ja, ja, aber die können wir nicht essen. Wieso nicht? Also, ja, nicht jetzt. Also, ich meine, wenn wir die zusammenmischen. Wenn wir die in den 2 Tagen nicht essen, würde ich die entwenden. Ja, ja. Also, tut mir leid, Frau München, aber ich brauche die Knoblauchsuppe. Ja, also, ich glaube, wir sollten mal. Alter, das ist ein fairer Arsch, ich muss mir das Messer an. Ich glaube, wir sollten mal irgendwie. Alter. Wir sollten mal irgendwie erklären. Hier ist mein Messer, Bruder. Warum wir in München sind. Ja, das könnt. Nee, das müsst ihr erzählen, weil ich muss den Knoblauch. Der muss kochen, okay. Dirk muss kochen. Ich hoffe, die Audio ist nicht absolut schrecklich. Das wird bestimmt fantastisch sein. Maden. auf jeden Fall. Wir waren bei einem Konzert. Hätten sein können. Also das ist irgendwie ganz lustig. Wir waren bei dem geilsten Konzert ever. Ja, natürlich. Lenos Moos. Lolsoos. Ja, keine Ahnung. Also wann haben wir das geplant? Das ist schon ein bisschen geplant. Ja, das war geplant. Also irgendwie so 2 Monaten meinte Dirk so, ey yo, Konzert da. Und dann so wir so, ey nö. Und dann der so, ey yo, Konzert da. Und dann wir so, ey yo, Pog. Und dann sind wir hier. Ja, jetzt sind wir in München, der Landeshauptstadt von Freistaat Bayern. Jetzt genau. Stehe ich hier in München in der Küche, in der ich mich kaum um mich selber drehen kann. Ja, in der Küche von Frau München. Also Frau München, Grüße gehen raus. Dein Haus, deine Wohnung. Die Made. München. Made. München. Uns ihre Wohnung sehr vergünstigt angeboten hat. Ja, ich weiß, du in der Wand hast, aber ich möchte es nicht wissen. Ein Glowy Hole. Ich glaube, das lebt. Ein Glowy Hole. Ja, nein, das ist ein interdimensionales Glowy Hole. Ja, wenn wir hier raus sind, ist schon der Wand aber Glowy Hole. Oh, okay. ja, also wir haben es gerade irgendwie 1 Uhr morgens. Oder? Das ist falsch, wir haben es halb okay, eins. Okay, halb eins, oh, tut mir leid. Lügner. Hier ist Fake News, komm, schau mich. Kannst du mal weggehen? Ich will mein Energy. Also ich will den. Ich könnte euch auch ein bisschen mehr Platz machen, dann könnt ihr. Könntest du, weißt du, Dirk, ja. Du könntest auch einfach nach Dresden ziehen. Nein, ich wohne in Dresden. Nee. Du meinst wie ein Pferd. Nenn mich Russland. Oh, die ist stark. Ja, du leistest dazu. Okay. Fangen wir erstmal an. Wie war eure Woche? Also damals, stimmt, das haben wir 2004, als ich geboren wurde. Hatte ich 2004. Das stimmt sogar. Tja, da kommst du dir alt vor, wa? Ja, ich komme mir alt vor. Was hast du 2004 gemacht, Herr Dirk? 2004, da bin ich tatsächlich in der zweiten Klasse oder so gewesen. Oder? Da wurde der geboren. Du auch. Ja. Auf jeden Fall. Apropos Dirks 2. Klasse. Ich bin nicht mehr in der 2. Klasse. Was? Ich bin nicht mehr in der Schule. Cringe. Wie war es mit. Du musst noch sagen mit dem Plus und so. Ach, Jim, schieb das Plus. Wenn ihr auch nicht mehr in der 2. Klasse seid, schiebt das Plus weg, macht ein Abo da und bimmelt die Glocke. Wenn ihr in der 2. Klasse habt, verlasst diesen Kanal sofort und ich werde euch finden. Oder? Okay. Warum sagt der Ofen 3:15 Uhr? Weil der
Der ist noch in der... Der ist noch mehr... Der ist als Sigma, mehr Beta. Okay, warte, zur Woche, Mann. Wir brauchen eine Struktur. Ja, ich war arbeiten und habe mich sehr gefreut, dass ich erstens zu Bibi und Tina dem Preview und von Bibi und Tina dem Preview direkt zum Minas Moos Konzert gehe. Meinung zu neuen Freddy? Neuer Freddy ist absoluter Müll, der sieht schlechter aus als Nils. Ja, ich werde hier gemobbt. Muss ich liebe dich. Oh. Warte, ich hoffe mal, ich muss hier was reinkommen. Nee, ich hoffe einfach nur, schneid bitte nächstes Kabel durch. Du na denn dumm. Ich hoffe einfach nur, dass das, weil wir benutzen hier irgendwie so einen Adapter, damit wir das Mikro am Handy anschließen können. Und ich hoffe einfach nur, dass das jetzt nicht irgendwie komplett scheiße ist. Schlag mal gegen das Mikro, das soll wirklich das Mikro öffnen. Ja, es nimmt das Mikro. Ja, aber ob das jetzt, ich hoffe, dass ich nehme kontinuierlich, aber wir lassen es jetzt einfach mal. So, das ist halt die verlorene Folge. Wissen wir irgendwie, dass das nicht gesperrt wird oder so? Oder das geht, aber der Energiesparmodus lässt es nicht zu, glaube ich, weil du keine Einstellungen hast, warte mal. Ja, solange es komplett aufnimmt, ist ja gut. Ja, wir können einfach mal ab und zu drauf tippen, das ist auch super geil. Ich möchte, glaube ich, gar nicht so viel zur Woche sagen, weil ich glaube, der heutige Tag war erregt, ist reich genug. Reich? Ja, reich so wie Deutsche Reich. Ich hab das Lied immer noch nicht verstanden, aber es ist eine andere Sache. Also, du Pisser. Güte! Was ist denn los? Soll er jetzt sperren oder nicht? Nee, aber das kann ich nicht ausmachen wegen dem Modus. Ja, dann ist es halt so. Ja. Jungs, wir haben einen Air Refreshener. Nein. Fresh. Falsch, ich möchte den Knoblauch gebrauchen. Also, ich hätte mir für 3 € dieses scheiß Feuerzeug kaufen müssen. Dann hätte ich einen Air Refreshener Fresh und ein Feuerzeug. Ja, dann könnte ich mir den töten. Yay, oh. Okay, aber, was sind, also, gut. Also, okay. Hat er einen Deckel hier? Oder ja, ich will ein größeres Brett. Ach so. Nimm den man Tisch. Muss mit dem leben, was man von Gott bekommt. Hm. Oder von Frau. Na denn. Wenn ihr das Leben Knoblauch gibt, dann mach Suppe draus. Ich hab den Knoblauch gegessen. Er ist frischer, er schmeckt nicht so intensiv. Fresh. Mir egal. Verzeihde, Pustoroi. Biene. Wo waren wir stehen geblieben? Woche. Was ging die Woche? Ja, was ging die Woche, aber kurz. Okay. Kurzer Abriss. Also so wie heute. Kurzer Abriss. Ja, also ich habe also einfach nichts getan. Ja, ich habe übrigens nichts. Ich bin aufgestanden um 14 Uhr. Habe ich einen Rechner gestellt. Und irgendwann um 4 Uhr nachts bin ich vom Rechner wieder aufgestanden. Ja, das kenne ich. Ich habe ja nichts zu tun, weil im Gegensatz zum Pöbel habe ich keine Schuhe. Ja. Muss ich oft genug erwähnen, damit ich mich gut fühle. Ja, zum Beispiel lieben mich. Komm her, komm mal. Komm her. Ich will dein Auto anfassen. Hörst du auf. Jungs, ich werde hier die ganze Zeit sexuell belästigt. Ich habe eh die Anzeige. Mach doch. Trau dich, ich habe ja Air Refresher. I will sue the Mac shit out of you. Ich habe Air Refresher. Überleg dir genau, was du sagst. Ja, auf jeden Fall meine Woche. Die bestand daraus, dass ich so ziemlich unnütz in die Schule gegangen bin, weil das ist eine der letzten Schulwochen. Echt? Das ist voll der Scheiß. Und dann kommt irgendwie. Lost als Driving. Dann kommt Frau Spülmittel da irgendwie her und sagt so, ey yo, und dann sag ich so, ey yo, und dann explodiert die ganze Schule. Okay, Drohung. Ja. Polizei Hamburg. Ja. Bamu. Bamu? Marius? Sus? Aber ja, keine also, ja, meine Schulwoche. Ich habe mich irgendwie die ganze Zeit darauf gefreut, dass ich jetzt. Das hier machen kann. Also das kommt oben raus. Ich hab Dirk gerade auf den Nacken geklatscht. Ich hab gänzlich das Loch gesucht, aber es kommt oben raus. Das Loch gesucht? Ja, das Loch muss man oft suchen. Bei dem Loch muss man nicht suchen. Ach, hab ich das dann vorher nicht in den Arsch gesprüht? Du hast mir irgendwo hingesprüht, aber nicht in den Arsch. Scheiße. Okay, das ist schlecht. Geh ich mal um? Nee. Okay. Okay, jetzt werden wir heute Nacht näher inquirieren. Hat eigentlich irgendjemand diesen Tisch hier abgewischt, bevor ich den Kopf. Oh, ja. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen. Nee, scheiß drauf. Ja, es wird gekocht. Wir ja. Vertrauen auf Maden in München. Die essen nur jetzt. Ja, die. Maden. Oh. Ach so. Maden. München. Mietet alle bei Maden. München. Das ist immer eine ganz gute Idee. Ich trinke hier gerade meinen Booster, weil ich sehr müde bin. Kann ich auch mal den Booster trinken? Nein. Ich sollte nicht ganz. Aber mir ist es so geizig, der ist voll abgehoben. Ja, bitte abonniert mich, gebt mir all euer Geld. Dann kriegt ihr dann erwähne ich euch für 2 Sekunden im Livestream. Tu das Ding weg. So. Pack das Ding da weg, hier sind Kinder. Okay. Wie machen wir jetzt weiter?
Heute. Lass mal von heute erzählen. Also ich bin tatsächlich. Ich muss von gestern erzählen. Ja, hier ja hier oder? Das Preview. Stimmt, wir müssen alle von gestern erzählen, weil es ist ja nach 0 Uhr. Ja. Ja. Also, ich war bei Bibi und Tina Film und. Das war vorgestern. Ja, aber der war übergeil. Und dann, natürlich war er übergeil. Dann bin ich von diesem Film, nachdem ich mir meine Autogramme von Bibi und Alex geholt habe, Tina ist eine Schmade. Ja, die war nicht da. Oh mein Gott, Amor. Ja. Weil die an ihren Projekten arbeitet. Nee, was für Projekte denn am Projekte? Es gibt nichts Wichtigeres. Alex war da, welches Projekt kennst du wohl meinen? Keine Ahnung. Schmade. Ja, wahrscheinlich wieder einer von den komischen Leuten da aus dem vierten Teil. Schnitzt er jetzt selbst Holzdildos? Ich bin ein großes Brett. Er hält Dirk leidet. Ja, also während Dirk hier weiter leidet, kann er ja mal fortfahren. Wir sind ja Zugfahren. Ja, genau, ich bin dann halt Mitternacht nach dem Bibi und Tina Preview, nachdem ich mir meine Autogrammkarten geholt habe, bin ich in den Flixbus gesteppt und bin dann von Mitternacht bis um tatsächlich 8 Uhr morgens nach München gedüst. Yeah. Es ist irgendwie immer noch sehr weird, dass wir jetzt gerade in München sind. Ja. Es ist halt echt so. Ja, moin. Ich meine, wir sind im Ausland, Jungs. Kann jemand bayerisch von euch? Ah, jo, mei, gut, der Fix. Jawohl. Amos, Agosmos. Was zum Fick, Mann. Was hat der Typ gesagt, was nach Weed gefragt hat? Hauptsache vielleicht, das ist Tirolerisch, das ist kein Bayerisch. Achso. Hauptsache, Bubatz, nein, das kann, was hat er gesagt? Er hat Bubatz gesagt. Der Gras gegen 10 Euro. Hauptsache, Weed, Gras, ich gebe euch auch 10 Euro, weil ich brauche Gras, versteht's? Also, versteht's, Cannabis, Gras, Bubatz. Also die Sache ist die, nach dem Konzert kam halt zum Bestand nur noch so ein bisschen. Warte. Erstmal Schritt für Schritt. Ach so, okay. Los. Wir haben uns erstmal getroffen in München. Ja, genau. Das war ziemlich lustig. Am Hauptbahnhof. Das war ziemlich lustig, weil dann war auf einmal dieser Typ da. Und der kommt einfach um die Ecke mit seiner Kamera. Guckt so an, wie so ein Chinese. Nee, wie so ein richtiger YouTuber, Alter, mit der fetten Kamera. Oh mein Gott, ja. Dirk hat nicht Geld. Ich habe mich echt gefühlt wie so ein Papa-Platte-Flug oder so. Voll nice, man. Das wird eher. Das ist überhaupt geil schneiden. Ja. Komm. Oh. Okay. Es tut mir leid, Jungs. Es muss dir nicht leid tun. Also nicht vor uns, sondern vor. Maden. Nicht mehr laufen. Ich hab Kevin mir draufgeschissen. Sorry, aber den Knoblauch, der. Das ist gut, ey, stell mal vor, das sickert jetzt ein, das Ding riecht immer nach Knoblauch. Das glaube ich nicht. Wäre aber lustig. Ja. Du bist weiß. Also Dirk kratzt hier gerade übrigens Knoblauch vom Tisch, weil das Schneidebrett zu klein war. Das war nicht so klein, ist doch durchschnittlich. Du bist gleich durchschnittlich. Durchschnittlich hart am Leben, am Sterben. Leg das Messer weg. Weg mit dem Messer! Ah! Ich bin auch schon so. Ich werde bedroht, Hilfe, Nachbarn. Ein bisschen leiser, Junge, Alter. Nachbarn, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Ich will jetzt nicht, dass irgendwie die bayerische Polizei hier mit dem Granatenwerfer anzukommt. Ja, ich habe ja hier einen Airbrush immer. Ich kann die Granaten abwehren. Das ist ein Schutzschild aus Luft. Ja, also wir haben uns dann getroffen in München und am HBF. Das war schon sehr weird, sich das erste Mal so zu sehen. Und dann wir uns ich habe es mir tatsächlich schlimmer vorgestellt. Also mich oder du hast, die Dirk, Situation? Dirk, ist dein Gesicht weniger viereckig geworden? Scheinbar. Das ist ziemlich lustig, weil das, wenn man mal drüber nachdenkt, das hat alles mit dem Scheiß-Kommentar von Dirk auf dem Video angefangen. Und jetzt stehen wir hier um 1 Uhr morgens in der Münchner Küche, nachdem wir alle einen Hörsturz erlitten haben. Du bist der Einzige mit Hörsturz. Ja, du bist gleich einer mit Prager Fensterschuss. Aber alles kriegt man schon, das ist das erste Stück. Ja. Auf jeden Fall, ja, jetzt hocken wir in eine Schneide. Das bist du der auf jeden Fall Sager, Alter. Das war ich im allerersten Podcast. Echt? Und, ja. Ihr seid beide die Mehrsager als ich. Meme. Ja, ne? Memersmoos. Oh, Memersmoos. Schwanz wie ein Pferd. Nenn mich Rossmann. Das wird nicht zensiert, das ist ein Zitat. Nee, das werde ich auch nicht zensiert. Das eine, was zensiert wird, ist eigentlich das 15848 Basco die Game. Das Problem ist, wenn ich. Wir haben nämlich auch darüber geredet. 15848 also, Basco. Ich meine, wir müssen jetzt wieder ein bisschen abschweifen, weil. Ich meine, rein eventuell ist es ja auch. Ich hab grad nicht geblättert. Ist es euch auch aufgefallen, dass die Podcasts gerne mal so 4 Monate nacheinander rauskommen? Das sind meine Videos und nicht die Podcasts, okay. Okay, dann vielleicht nur einen Monat nacheinander.
Ich finde, mit dem Podcast sind wir tatsächlich relativ frequent. Du meinst, Nils ist mit dem Podcast relativ genau, frequent. Genau, das ist nämlich die Sache. Und zwar schneide ich den Scheiß alles selber. Nicht, weil die zu faul sind, sondern weil auch ich... Auch. Tim ist zu faul. Ich würde es tatsächlich machen. Stimmt, also mit euch. Heute. Ja, sorry, ich muss heim, meine Polizei Katze hat geschissen. Tut mir leid, tschüss. Scheiße, ich wollte Tim gerade mit dem Messer bedrohen, haben wir fast den Knoblauch umgeschmissen. Das ist so kritisch drauf reagiert auf diesen Witz. Ja, ich weiß nicht, weißt du, das ist halt. Pisco, okay. Ich will doch bloß das in die Hose einführen. Alter, wir werden noch erschossen von den Nachbarn. Das wäre übel witzig, wenn die Polizei klingeln würde. Aber ja, voll den Clickbait. Polizei klingelt bei uns 1 Uhr nachts. Das wäre so stark. Ja, das wäre echt. Das wär gut. Ja, grüß Sie wohl. Können Sie bitte Ihre Granatenwerfer wegmachen, weil ich habe Angst um meine Rebe. Dankeschön. Jo mei. Jo mei, guter Felix Kosmos. Jo mei, also. Ich hab wieder so einen Fall. Ich fick doch Mutter in die Arsch. Das war immer stark. Ich finde dein Mutter einen Rohrschuh. Der Typ sah aus wie. Ich werde meinen Physiklehrer am Montag fragen. Der Typ sah aus wie einer von Eskimo Callboy. Ich meine Electric Callboy schon. Ich werd am Montag meinen Physiklehrer fragen, ob der Menos Moos kennt. Ob der zufällig am Freitag da bei Menos Moos auf die Bühne gestanden ist. Ich bin immer so. Das wäre der wirklich. Aber ja, der Typ sah aus wie der. Das war ganz lustig. Aber Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Also, wir haben uns getroffen. Yeah. In München. Am Hauptbahnhof. Und dann sind wir zur Ferienwohnung gelatscht, haben uns drüber lustig das gemacht. Dass dann gelatscht. Und dann haben wir herausgefunden, dass es selbst Checkout Kassierer. Dirk hat uns das gezeigt und das war voll fancy. Ja. Das ist much wow. Das kannst du in Dresden tatsächlich auch machen. Krass. Echt, gibt's das bei euch? Ja, bei uns im Rewe gibt's das auch. Die Selbstzahler Kassierer. Habt ihr schon Strom? Krass. Jeden Weg in das ist alles noch so mit Hamstern angetrieben. Und die Hamster werden mit Crack gefüttert. Anyway, apropos Crack. Ja, genau, wir haben uns getroffen und dann sind wir zum Rewe gegangen, haben beim Rewe Zeug geholt. Wir wollten eigentlich da direkt einkaufen, aber wir wussten nicht, was die für Utensilien hier haben. Ey, sonst hätte ich Mehl gekauft, aber es ist Mehl da. Ja, Mehl, ne? Also hätte ich auch schniefen können. Wow. Warte, wir haben Mehl da. Mehlschlacht, jo! Nein! Wir haben einen Staubsauger da. Das ist Verspätung. Der wird schon anders voll sein. Ja, aber schau ich. Du willst erstmal fett reinköten. Wir haben Mehl. Das ist nicht gemein. Und wir haben uns so aufgeführt wie in der Mädchen-WG. Ja, ja, das haben wir natürlich alles aufgenommen. Das dürft ihr alles irgendwann mal in 10 Jahren im Video sehen. Nice. Du meinst, wenn Dirk das hochlädt einfach. Du Sau. Ich lade es einfach 1:1 hoch, ich schneide da nicht. Ja, das heißt, das ist auch nicht zensieren oder so. Ja, ja, klar. Viereck. Tetraeder. Dodekaeder. Kubus. Süß. Ja, Amogus. Ja, Tim ist ein Kreis und ich bin ein Stock. Wobei Dirk ja der Stock ist. Wieso bin ich ein Stock? Du bist lang. Lang. Ich hab also keinen Bock mehr. Dirk, muss nicht mehr viel schneiden. Dann gehen wir einfach auf und gehen Schnitzel essen. Ja. Ja, lass uns jetzt einfach aufgeben. Echt? Nein. Okay. Never give up. Jungs, lasst ein Like da und tut die Glocke bimmeln und wegschieben, wenn ihr auch nicht aufgibt. Wir haben dann tatsächlich nur Getränke gekauft, haben uns immer lustig gemacht, dass es eine Brauerei namens Spaten gibt. und haben dann bei der Frau München. So München. Ja. Bei der wir eine baufällige Wohnung. Nee, nicht wirklich. Das ist ja baufällig. Ist baufällig. Das Gebäude ist ja, die Fassade ist halt eigentlich. Ich kann nicht aus dem Fenster gucken, weil da so Papierfolie hängt. Ja. Ja. Aber deswegen haben wir die vergünstigt bekommen. Vergünstigt? Ja, vergünstigt mit geilen 180 Euro für 2 Nächte, ey. Ist so eine Scheiße. Nee. Fucking München. Ja. Wow, 180 Euro, da hätte ich schon fast ein Objektiv bekommen. Fast. Also, naja, noch nicht ganz. Naja, das ist schon so ein Fünftel von deiner Kamera fast. Oder? Ein Zehntel. Da fehlt einem mal die Kinder alle runter. Ja, Dirk arbeitet, der kann das. Wenn arbeiten Podcast hören heißt, dann ja. Mein Arsch juckt. Ja. Darf ich mal kratzen? Ja, mal. Okay. Nenn ich da. Hey, wo? Weiter links. Na,
ein Dings, also das ist ja, ja da. Dann, ja, passt. Okay, reicht. Okay. Danke. Die Folge wird zwar noch angeschaltet, oder? Die wird sie nicht. Das ist ja lustig. Die kriegt nur einen Copyright-Claim, weil wir kein Epidemic haben. Was ist Epidemic? Ja, von denen ist das Lied, was unser Outro ist. Ah, cool. Copyright Infringement. Naja, Epidemic halt. Gut gemacht, Doc. Ja, tut mir leid, aber das Lied war cool. Ja, ja. Passt. Allerdings, wenn ihr gerade Nils hier sehen könnt, der liegt hier so geil da. Der liegt nämlich hier nackt. Splitterfasernackt. Ja. Yeah. Das könnt ihr euch vorstellen, wie er uns. Können wir nochmal bitte erwähnen, dass. Drückt wie halt bestimmt. Also, ein oberster Zahl ist Gefängnisfluss raus. Ja, ja, natürlich. Ich meine. Lass doch mal ein paar erwachsene Witze machen. Ihr seid zwar noch nicht. Oh. Ups. Ups. Ja. Die ist lustig. Anyway. Pipi-Kaka-Humor. Pipi-Kaka-Dresden. Was? Was? Sorry. 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 Das ist immer das Maxim seiner Soße. Soße. So los. Jeder, der Soße sagt, ist einfach Maxi und das gefällt mir nicht. Einer aus meiner Klasse sagt zu Crimes, Quines und ich muss an diese Ubu-Voice Quimes denken. Quinch. Ich muss dann wirklich, ey, es gibt so ein paar meiner Klasse, also, ne, wenn ich. Ja, komm, lass schon meine Klasse, oder? Ja, ja, ich muss das jetzt, und zwar die Aussprache von manchen Menschen, ich meine, meine Aussprache in vielen Sachen ist eh scheiße. Aber wenn man Quines ausspricht, als wäre man fucking Furry, dann, Alter, hui, hui. Quines, das mach ich ab jetzt. Ah, Quines, Ubu. Quines, Ubu. HM. Warte, kommt Uwu aus der Furry-Sprache? Ja, mein Hintergrundbild sagt das ja. Nils, geh mal ein bisschen näher auf die Furries ein. Nein, ich kenne mich da nicht. Was ist denn Ahegau? Wir waren bei heute. Furry-Ahegau. Gedanken durch Verdienen. Daten, mein Suchverlauf. Fusion, wir müssen bei heute weiter erzählen. Ja, das ist. Also, heute, als wir angekommen sind, hat Nils erstmal angefangen, über Ahegau zu reden. Nein, hab ich nicht. Doch, hast du, das stimmt. Ich war das dabei. Stimmt, das hab ich, ja, ich war dabei. Ja, also nee, das war als wäre in der Wohnung, weil Dirk hat türkischen Spasten und keine mobile Daten mehr. Ja, ja. Und dann habe ich ihm halt mein Passwort gegeben und da ist halt Ahegau drin. Den Rest erzählen wir nicht, was da noch drin ist. Ist nicht jugendfrei. Ja, Dirk hat gerade einen Kochtopf genommen, hat Knoblauch umgewürfelt. Ein Kochtopf? Ein Kochtopf. Und hat Knoblauch halb rausgeworfen. Oh mein Gott, dass du den Knoblauch reintrifft. Oh mein Gott, der ganze Knoblauch. ASMR, du musst das ranhalten. Das hört man nicht. Außerdem, der Rest, der gehört dann pur so mit dazu. Fuck. Kerl, du verschwindest die Arbeit. So. Kerl, ich verschmutze dir dich. Nachts. Alex, 3 Uhr nachts. Ich hab schon wieder Bock auf deinen Arsch. Ich hab ihn weg. Und weg ist er. Ich habe noch voll Spaß auf den Arschloch gehabt. Sehr immer gezielt. Ich glaube, ich muss als erstes die Fläche wieder abbauen, wenn ich das dahin stelle. Ich fange gerade im Wohnzimmer an zu twerken. Also, zurück zu heute. Ja, also, wir sind dann in der Wohnung angekommen und dann. Gekommen. Ja, wir sind gekommen. Alle. Oh, ich bin schon selber gekommen. Jungs, rennt nicht weg. Sorry. Lass mich hier nicht allein. Nicht mit dem Gedankendörfer zuschauen. Ja. Nils, entzünde den Tornado. Nee. Okay. Entzünd gleich deine Nieren. Also, wir sind hier angekommen, wir sind hier reingestürmt. Genau, wir mussten erstmal so richtig fettes ARG Schnitzeljagdrätsel lösen. Weil Frau Mader Müsli hat. die hat uns so Videos geschickt, wie wir halt so rumlaufen müssen und wie wir an der Telefonkabine vorbeilaufen. An der Telefon und dann irgendwie zu so einem Fahrrad gehen und dann so ein Tresor zu öffnen. Und dann einmal 360 Grad drin machen und einen Dab entzünden. Ja, und um Satan zu beschwören, um dann seine Nüsse zu benutzen, um halt den Tresor zu öffnen, genau. Also auf jeden Fall haben wir dann den Tresor, also Dirk hat den, ich war zu blöd, den aufzumachen, hat Dirk dann aufgemacht. Dann habe ich ihm die Schlüssel geklaut und habe die Tür aufgemacht und bin reingegangen. Genau. Stark. Ja, ich hätte dich ausschließen sollen. Nein. Wir wünschen obdachlos, das passt jetzt schneller als du denkst. Guck mal, da ist ein Messer. Das ist ein großes, mein Messer, Bruder. Mein Messer, boah. Naja, auf jeden Fall. Ja, stimmt, Dirk, das wäre einfach Penner-Simulator, oder wie das Penner-Game in der Zeit. Ich hab ein Problem damit. Pass mal auf, Kabel, gell? Ich hab zwei Kabel. Warte, das ist eine Induktion. Hat das irgendein Problem mit dem Mikro? Magnet. Sind es Magneten? Ja, das sind Kupferspulen und die anderen Magneten. Ja, das ist ein Magnet. Also. Oder warte, ist das hier Induktion? Steht das hier irgendwo drauf? Du kannst ja einfach mal anmachen.
Ja, ist Induktion. Double Induction. Achso, guck mal. Das könnte sogar ein Problem sein. Vielleicht führt es zu Störgeräuschen oder so. Das ist ungut. Dann sollen wir einfach jetzt eine Pause machen fürs Kochen und dann später beim Essen weitermachen. Das wäre ungewöhnlich, würde Gedanken durchfahren, aber ich meine, das ist allgemein sehr ungewöhnlich. Ja, dann müssten wir eine Musikpause jetzt inzwischen. Soll ich irgend so einen Schnitt machen dann? Ja, gerne. Videotechnisch, keine Ahnung, wieder ein bisschen Lore einbauen. Ja, also, bis gleich, wir müssen kochen. Okay, ich muss dieses hässliche Konstrukt hier wegheben. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Birkendirk. Er ist sowohl super talentiert, als auch super cool und super nützlich. Nie wieder selbst Podcast-Audio schneiden. Nie wieder Knoblauch schälen. Und auch nie wieder Kirschen entsteigen. Rufen Sie jetzt an und erhalten Sie 20% Rabatt auf Ihren Birkendirk. Ohne ihn wäre ich bereits tot. Und wenn Sie in den nächsten 5 Minuten halten Sie Ihren eigenen Timmel. Ich rede nicht von dir. Ja, was ist mein Sache? Ich rede gleich von deiner Mutter. Was? Okay. Da liegt Tim hat übrigens Hubba Bubba hier in der Wohnung gefunden. Ich glaube, das lebt. Aufnahme läuft wieder. Oh mein Gott, die auf. Können wir mal den Teleshopping stumpf? Weiß er wie? Teleshopping. So, der geübte Zuhörer hat es jetzt schon gehört. Wir sind an einem völlig anderen Platz. Ja. Also fangen wir nochmal an. In der zweiten Aufnahme. Warte, wir müssen ein Zeitupdate geben. Wir sind jetzt, wir leben jetzt schon eine halbe Stunde später. Bei dem Flur haben wir? 21. Das ist fast eine Stunde später als angefangen haben. Also Dirk hat mittlerweile seinen kompletten Lebenswillen verloren. Wo ist der Lichtschalter in der Küche? Tim, Dirk, hinter Tim. Der Tür. Mach die Tür auf hinter. Junge, nee. Nice. Das ist ein ranziger Bartschalter. Ja. Ranzig trifft's ganz gut. Also was ja, vergiss, was Löffel auf Rumänisch heißt. Lingura. Was? Lingura. So. Lingur. Lingura. Lingur. Ah. Oh. Ah. Warum ist der so groß? Weil der auf einem hohen Stuhl hockt und auf seinem komischen Fußableger. Du meinst, aber das ist nicht der Fußableger, der ein Tisch ist. Du bist mein Fußableger. Ich breche dir gar nichts ein. Ich hab keine Beine. Ja. Das war schlecht. Warum wohl? Warum hat die zu den Loch? Dirk. Warum gibt es Löcher? So. Also wir sehen uns später. Dirk, wir haben das Essen fertig. Dirk hat super Arbeit geleistet. Du hast noch nie mal gekostet. Aber es riecht. Hast du gerade SS gesagt? SS. Warte, was müssen wir machen? Wir müssen den Tisch gewinnen. Mark Forster ist ein Mongo. Oh, warte. Komm, zu dritt. Mark. Wir müssen uns an die Hände halten. Ja. Mark Forster ist ein Mongo. Maden. Da ist ein Maden. So. Was? Was denn? Stell dir vor, meine Jungs, wir gehen, die machen so ein Tischgebet. Mark Forster ist ein Maden. So, warte, ihr müsst das Topping. Griffelt mal live nein. Ja. Ja, das kenne ich. Griffel gleich nicht. Einen Tim nein. Ja. Salt Bay. Die hatten so einen Salt Bay Faker auf ihrem Werbeplakat. Ja, der hat es so gemacht. Der hat das so. Tim, mir Spaß. Ja, Iraner. Hä? Der ist kein Iraner. Aber ich werde auch Iraner sagen. Iran. Alter, die Brezen sind immer arschhart. Der arschhart. Alter, oi, Memo. Was, wie hart sind die? Steinhart. Nicht dein Ernst. Okay, also, ich koste. Ja, das schmeckt nach Suppe. Oh. Ja, das schmeckt gut. Ja, ist gut, machst du. Ich bin stolz auf dich. Oh ja. Oh ja. Für meinen Geschmack fehlen ein paar hunderttausend Scoville, aber ja. Ihr müsst wissen, jeder ist ein perfekter Masochist. Nein. Ich will nur sehen, wie weit ich meinen Körper bringen kann. Ich glaube, das ist das erste. Nee, warte mal. Was laber ich für eine Scheiße? Wir essen immer während des Podcasts. Alle nicht so beieinander. Das ist das erste Mal, dass wir ein Tischgebet gemacht haben. Das müssen wir öfters machen. Ein Tischgebet über Discord. Mark Forster ist ein Maden. Vielleicht beginnen wir auch einfach jeden Podcast damit. Oh. Ein Gebet. Ist ja überstark, mit so einem Tischgebet-Podcast beginnen. Ja. Na, schon lang, da haut die Glocke weg und bimmelt das Kreuz. Plus meine ich, wenn wir mit einem Tischgebet den Podcast anfangen müssen.
Ja, also wir fressen gerade. Stimmt, das ist auch eine Frage in unserem Podcast. Was fressen wir gerade? Ja, ich glaube, das kann man ganz gut beantworten. Ja, es gibt Knoblauchsuppe mit Brezen. Mhm. Original bayerische Brezen. Mhm. Vom Netto. Nee, vom Netto. Vom City Netto oder wie heißt. Der keine Snickinis hatte. Morgen müssen wir aber zum Penny. Können wir machen. Penny auf der Reeperbahn. Penny, einmal hin, alles drin. Schau Tim bösartig an. Die Audiodeskription ist ja auch geil. Mhm. Ja. Das kann ich jetzt machen, weil ich dein Gesicht sehe. Mhm. Leider. Weißt du, das ist auch nur Stille gewesen. Ja. Wo du Tims Profilbild verschmuckt angeguckt hättest. Mhm. Verschmuckt. Mhm. Das ist aber ein schöner Ring. Ja, wenn wir den Ton anmachen müssen, was für ein Afrikaner Gold der Ring ist. Wir haben hier über diesem Minitisch ist so ein Fernseher und auf dem läuft gerade eine stumm geschaltete. Der Fernseher ist bei der Welt von Orion. Ja, und kam, da läuft jetzt hier von HSE läuft jetzt hier so eine Ringwerbung. Also. Ich wusste gar nicht wissen, was die Frau mit dem Ring erzählt. Es ist gerade Jubel-Juli. Jubel! Die Welt stirbt, er strebt nach Veränderung. Ja, stirbt nach Veränderung. No. Ey, da hat ein Afrikaner irgendwie. Hey, warum kommst du auf, dass ein Afrikaner ist? Ey, na, weil das Afrikaner sind. Ach so. Vielleicht einfach bei Mark Forster. Na, denn so. Richtig. Richtig. Ich bin sehr enttäuscht von Nils, dass er nicht so auf dem Konzert schreien wollte. Ja, also. Nils war in einer anderen Welt. Mhm. Wer konnte das? Ja. Eine Frage. Ja. Was ist diese riesige schwarze Kiste auf dem Schrank? Oh mein Gott, die ganzen Sexspielzeuge. Junge, in der Küche hängt auch einfach so ein random Bild von irgendeiner Person in dem Schrank. Ey, lass auch mal ein Bild machen von uns und es einfach dazu nehmen. Ja. Ja. Oh mein Gott, das wäre voll cool. Ist doch über den Schrank einfach so ein Bild von uns ja irgendwo hin verstecken. Und das Bett legen. Das Geist ist aber noch das Skatkabel im Küchenschrank. Alter, wer zum Teufel hat heute noch erstens ein Skatkabel, außer meiner Wenigkeit, weil ich einen VHS-Rekorder zu Hause stehen habe. Warum wohl? Damit ich alte VHS abspielen kann. Ja, damit du die auf deine Festplatte rippen kannst. Richtig. Ja. Richtig, unwichtig. Ja. Und tatsächlich in meinem früheren Job haben Leute tatsächlich Skatkabel für 8 Euro gekauft und ich frage mich, warum gibt es Menschen, die Skatkabel für 8 Euro kaufen? Welche Altersklasse war das? Ach so, 40 bis 80. Was ist deine Antwort? Haben wir schon fast, ja. Aber ganz ehrlich, warum kauft man ein Skatkabel? Das? Also das Wort wörtlich geil steht in diesem abhabenden. Ist der Staubsauger unter dem Bett. Ja! Der ist perfekt gelegen für nächtliche Aktivitäten. Dieser Petermann-Moment. Ja, aber sowas von. Hat mir das Rohr sogar schon zurechtgelegt. Genius. Ich werde den Krankenhaus fahren. Du kannst eh nicht fahren. Halten wir das nochmal fest. Tim und Nils müssen heute in einem Bett schlafen. Das ist nicht das erste Mal, aber das letzte Mal. Echt? Ist das das erste Mal? Aha. Wann? Übernachtung. Oh, war aber schon ruhig. Damit geschlafen? Ja, voll, ja. Also ich nicht. Du hast Aufnahme, wie bin ich geschlafen? Ja, und zwar haben wir mal eine LAN-Party gemacht. Also halbwegs LAN-Party. Wir saßen alle bei Tim im Keller mit dem Rechner. Und dann hat Tim ein bisschen was getrunken. Nein. Ja, und dann lag der auf seiner Matratze und ich habe hier ein Bild, wie er einfach da liegt, als wäre er überfahren worden und ihm einfach ein Mittelfinger zeigt. Irgendwie der Typ fotografiert mich immer beim Schlafen. Mach ich halt auch. Aber mit Blitz. Was mit Blitzer? Ja, Blitzer, wenn du schon blitzt. Ist das eigentlich die ganze Zeit der gleiche Scheißring? Ja, wahrscheinlich. Hm. Ich frage mich, verkaufen die nur einen einzigen Ring da während der Märsche? Normalerweise kommen ja viele, aber es ist glaube ich einfach so spät, dass da jetzt nur noch so ein Scheiß kommt. Der kostet 2300 Euro. Dafür kannst du auch eine Kamera kaufen. Aber mit 6 Euro. Oder ein Rechner. Oder Windows 10. Ja. Okay, Dirk. aber wo waren wir? Wir sind wieder komplett abgedriftet. Knoblauchsuppe schmeckt. Mhm. Schmeckt voll geil. Habe ich noch nie davor wirklich gegessen. Also ich glaube wirklich davor noch nie.
Die schmeckt noch besser, wenn du die ein bisschen stehen lässt. Weil der Knoblauch dann mehr Knoblauch? Ja. Wusstest du das? Oder? Ich meine, wenn du laut V-Sauce, wenn man V-Sauce trauen kann. Nee, kann man nicht. Das Video von Joe Rogan bei dem Podcast, wo er darüber redet, dass du einfach Kinder umbringen kannst, weil die keine Seelen haben. Ich liebe den Typen. Auf jeden Fall. Wir sind wieder abgedriftet. Okay. Also, das ist schon Nils Einstellung, weißt du? Auf jeden Fall. Wenn du dir so einen Knoblauch an deinen Fuß reibst, dann kannst du ein paar Stunden später den Scheiß in deinem Mund schmecken, weil diese Geschmackszeichen anscheinend so klein sind, dass die einfach durch deine Haut in deine Blutbahn gehen und dann an deinem Mund ankommt. Das muss ich ausprobieren. Füße. Füße schon. Füße. Wir brauchen. Ey, ihr kennt doch immer diese bei diesen alten Superheldenfilmen, wenn es so einen Übergang gab, dann kam immer diese Musik und dann hat sich irgendwas gedreht. Mhm. Das brauchen wir nur für Füßeschutz. Das ist schon geil. Ja. Also wortwörtlich. Füßeschutz sind geil. Ja. Mhm, vor allem der Milchbegegnung. Ja, aber sowas von. Der Kameramann muss sich echt gefreut haben. Schon nee, gehört eigentlich noch eine Folge? Heute. Ja. Na klar. Ja, dann werde ich schlafen. Man kann ja neu anfangen. Ja. Aber wie gucken wir? Über das Handy. Kann man das Handy da dran krachen? Ja, kann man. Der Fachexperte sagt nein. Nur der Fernseher ist vergeben. Mit meiner Fachmittel-Expertise kann ich dir sagen. Er hat bestimmt nur einen SCART-Anschluss. Ja, der ist ja schon der Adapter dafür. Ja, habe ich in meinem Auto. In meinem Prison Wallet. Guck mich nicht so an, dann steche ich mir einen Löffel. Ich dachte mit deiner Energy-Öffnung. Mit irgendwas zu sterben sind. Guck dir diese Manschettenknöpfe an. Guck dir diesen Typen an. Alter, guck mal, wie poliert der Tisch ist. Das ist ein Tisch? Ja. Prost. Danke. Danke, Plinsenmann. Und wir haben uns das extra für die München-Reise so Alias hier überlegt. Keiner hat dich bisher Stockmann genannt und keiner hat mich Petermann genannt. Das Einzige, das existiert, ist der Plinsenmann. Aber der Plinsenmann ist lustig. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe angefangen über Dirk mit Plinsenmann zu reden. Zum Beispiel den Plinsenmann mit Plinsenmann. Ja, Plinsenmann. Ich könnte eine Story erzählen noch. Damals vor Krieg. Ja, warum? Tatsächlich. Jo. Fang an. Also damals, ich war ganz klein, noch damals in der Grundschule. Da hatte ich eine Grundschulfreundin. Und ich habe die öfter mal besucht, sag ich mal, zu Hause. Sag ich mal. Mhm. Ja. Und hab halt immer auch bei der Familie dort gegessen. Und. Der Doktor kommt vorbei. Der Doktor macht Hausbesuche. Der Doktor macht Hausbesuche. Ja, dann esse ich halt weiter. Sorry. Ja, sorry. Das ist Mann, Nils, mach schon mal den Podcast kaputt. Ja, mach ich eh. Nils rausschmeißt. Ich setz dich einfach vor die Tür. Okay. Nein. Also Grundschulfreundin. Und die Mutter hat immer gekocht, war so Hausfrau. Mhm. Hat die auch schon geile Schürze gehabt. Wie eine Mädchen-WG in Besko. Ich weiß nicht, ob die eine Schürze hatte. Aber nicht schwach. Ist schon ganz schön lange her. Verdammt, ich bin alt. Nee. Mhm. Bald tun. Ja. Auf jeden Fall, die hat gekocht. Mhm. Und die hat gut gekocht. Und bei der hat es halt auch mal Plinsen gegeben. Und bei der hat es vor allem Plinsen gegeben, wenn Milch sauer wurde. Dann hat die saure Milch für die Plinsen verwendet. Schwierig. Osten halt, ne? Was? Halt, Leute. Zuhören. Okay. Ja. Also ich habe schon öfter in meinem Leben Plinsen mit saurer, also halt schon sauer gewordener Milch gegessen. Ja, und? Bin daran nicht gestorben. Neulich, vor diesem Ereignis, was du wahrscheinlich rausgeschnitten hast, da hatte ich eine frische Milch gekauft. Und die ist sauer geworden. Mhm. Da habe ich das nachgemacht. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe Plinsen mit saurer Milch, also sauer gewordener Milch, quasi abgelaufen oder halt schlecht geworden oder ja, halt ne, sauer geworden, habe ich gegessen, verspeist,
haben gemundet. Und ich bin nicht gestorben. Bis jetzt. Also. Bis jetzt. Also, Jungs und Mädchen. Ich würde nur sagen. Haben wir auch einen Frauenanteil in dem Podcast? Was kann? Nee. Vielleicht so eine. Eins. Eins. Ein weibliches Objekt. Schön hier die gammelige Milch trinken. Wir nehmen keine Haftung für Schäden. Also Frage ist, wissen die Leute, was Plinsen sind? Pfannkuchen hier. Was sind? Pfannkuchen. Pfannkuchen. Am besten noch Crepe. Genau, mit Farben und Gesichtern von weiblichen Objekten. Hä? Dann warst du nicht dran. Ja, ihr müsst aber mal mehr Jungs-WG gucken. Es geht jetzt mal alle raus. Ja, schaut mehr Jungs-WG. Ja. Wann haben wir eigentlich mit Jungs und Mädchen mit dir angefangen? Boah, das kommt mir so vor, als ob das doch vor meiner Geburt war. Vielleicht war es auch vor deiner Geburt. Safe. Jesus? Sus. Dirk ist Jesus, confirmed. Ja, ich sehe auch 1:1 aus. Jetzt könnt ihr es ja. Wenn ihr Dirk seine Haare sehen würdet, der hat ja, so. Ja, beschreibt mich mal. Also, der hat echt einen Pferdeschwanz. Also, ja. Ja, also, die Locken. Ziemlich lockige Haare, sehr unförmig. unförmig. Kastanienbraun. Ziemlich cringe. Braune Augen, ziemlich cringe, wer braune Augen hat. Stell mal vor, treffen sich nicht mal zwei rezessive Allele. Ich hab Bio weitergemacht und solches. Ich hab 11 Punkte in Bio. Ja, warum? Und ich kann nur sagen, Nils sieht besser aus als der Schauspieler von dem neuen Freddy aus Bibi und Tina einfach anders. Und Tim ist gar nicht so dick, wie er behauptet zu sein. Äußerlich. Hast du mir den nackt gesehen? Ich schon. Das wäre mal ein Problem. Ich hab Tim nackt gesehen. Wie war's? Ja, erzähl. Mann? Was? Ja? Erregend. Mhm. Auf beiden Seiten. Marius München. Marius München? Oh mein Gott. München, ey. Der Scheißzug ist heute irgendwie 20 Minuten zu spät gekommen. Also, stimmt, wir können ja mal ein bisschen über unsere Anreise reden. Also, beim zweiten Mal umsteigen. Also, wir sind Zug gefahren. Wir sind Zug gefahren. Das war's. Und beim zweiten Mal umsteigen mussten wir über den halben Bahnhof sprinten, damit wir den Scheißzug noch bekommen, weil die Bahn einfach Verspätung hatte. Und wir haben den sogar dann nur noch bekommen. Der wollte eigentlich schon abfahren, aber wir haben den dann nur bekommen, weil die ganze Zeit Leute eingestiegen sind, die Türen nicht schließen konnten. Ja, aber der Scheißzug war voll. Der war so rappelvoll. Die mussten wir hatten Glück. Da mussten wir extra Klasse, reinkugeln. Die haben die erste Klasse danach, so ich glaube 30 Minuten vor Ankunft, haben die dann die erste Klasse noch aufgemacht und dann konnten wir uns hinsetzen. Nach irgendwie einer Stunde stehen. Lügner. Sag keine Stunde. Aber fast. Immerhin hatte ich einen Sitzplatz. Ja. Hat irgendwie neben dir eine ornaniert oder so. Soll ja öfter mal ein Flixbus vorkommen. Tatsächlich ist mir das nicht aufgefallen, aber ich habe auch geschlafen. Es ist auch sehr, sehr selten, dass zwei ordinäre Leute nebeneinander sitzen. Was? Was zum Fick? Wir sind schon wieder abgedriftet. Ist ja auch lustig, dass Dicker keine Socken hat. Der hat auch keine Socken an. Ja. Ist eigentlich mit Socken? Ihr seid alle krank im Kopf. Ihr ist einfach, nimmst du uns deine Füße nicht sein. Ja, ich hab Angst davor. Sehr müde, obwohl ich gerade einen Ich bin Booster auch verdammt müde. Ich obwohl ich gerade so einen Boosterbecher. Du warst halt auch auf dem Konzert. Ja, da war ich voll aktiv. Ich werde das Wasser einfüllen. Gibt es noch Sub? Ja, wohl dir. Ja, gerne. Unterhaltet die Massen. Ich muss Sub essen. Ey, ich bin selber weg. Dirk, Einzelgespräch. Wir hören alles. Ein Monolog. Red über deine Tante. Mark Forster ist immer noch ein Maden. Sohn. Und ich bin sehr froh, dass ich euch habe. Ihr seid die Besten. Und ich esse jetzt meine Suppe. Und die ist sehr lecker. Schwarz, und die schmeckt sehr nach Knoblauch. Sie ist wirklich sehr stark. Wenn man ein bisschen Topping drauf macht, dann schmeckt die ultra geil nach Knoblauch. Ja, das schmeckt eben nach Knoblauch. Mhm. Ja. So ein Ding ist das nämlich. Ach, Knoblauchsuppe. Ich hab Angst, dass mein Stuhl so mit zusammenfließt. Mir hätte von Dirk so ein weniger Witz, als es sein sollte, kommen sollen.
ist schon mal deine Aufgabe. Ja, 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 ich weiß, ich bin nicht hier der Gefährdete. Ja, ich weiß, welche Rolle ich spielen muss, um mein Geld zu bekommen. Bekommst du Ameise. Geld? Warum sind diese Brötzen so hart? Ich weiß es, weil die wirklich so von Supermärkten sind die meisten voll scheiße. Hey. Bei uns an der Netto. Ich meine, der Netto hat auch keine Zucchini gehabt. Ich meine, bei uns, da kommen wir gleich dazu nochmal. Netto ist mir was ganz Cooles eingefallen. Aber. Bei uns an der Tanke, bei uns in Arschhurendorf, gibt's tatsächlich. Nein, da wohne ich nicht. Ein Schmuckstück. Und ich meine nicht Nieren. Für 500 Euro, geil. Kannst schon eine Niere und so. Aber was ich sagen wollte, und zwar, wir müssen Netto, also der Netto ist ja gerade im Wandel. Und das müssen wir, wie Menschen es gern machen, messen und verrechnen und kartieren. So. Ich finde, der HDI von Deutschland sinkt ja doch immens. Ja, also ich finde, wir sollten einfach alle kollektiv eine Website gründen, mit der man, auf der man in der Lage, also wo auf der alle... Wo man Scheiße bewerten kann. Nein, auch. Nein, es geht nicht um Rate My Shit. Scheißebewerten.de. Oder das. Aber es geht hier um das, die Erhaltung des Kulturgutes. Und zwar einfach eine Website, wo alle Nettos Deutschlands eingetragen sind. Nein, ich Kassierer nicht. Von den Nettos aus Deutschland... Ihre Scheiße bewerten lassen können. Nein, oh. Nackte Füße haben. Die nackten Füße von jedem Kassierer aus ganz Deutschland. Ja, was zum Ficker. Oh, Ex-Kassierer? Ja. Was? Also, ich glaube, du hast ein paar Probleme. Ich habe einmal zu wenig geschlafen. Nein. Ich habe auch nicht geschlafen. Also, zurück zur Jungswege. Nein, zurück zu meiner tollen Idee. Und zwar, das ist eine Website, auf der du alle Nettos hast, die in Deutschland existieren. Und da kannst du dann selber angeben, ob du das eine Kinis gefunden hast oder und nicht und ein Beweisbild dazu schicken. Egal, dann, ob du hier bist und nicht. Und dann wird es kontrolliert und dann kommt es auf die Website. Und dann hast du quasi einfach eine Karte von allen Nettos. Wie meinst du, das wird kontrolliert? Klar, wir haben so ein Mod-Team und die. Die fahren dann immer dahin und gucken, ob die eine Kinis haben. Ja, oder die gucken halt, ob die Bilder lösen. Folgendes: Da müssten wir mal allgemein darüber reden. Das Internet, das funktioniert ja so, dass das Internet eigentlich nie vergisst. Ja, ich möchte. Bis zu dem Zeitpunkt, wo alle Leute sterben, die sich daran erinnern. Ja. Oder die es auf ihrer Festplatte haben. Mimi. Ja, aber es muss sich auch immer jemand dafür interessieren. Nö, kann ich trotzdem noch machen. Ja, klar, aber es muss sich trotzdem jemand dafür interessieren. Wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand einen Knuspi-Kanal re-upload macht und sich dann halt niemand dafür interessiert, zum Beispiel. Wer wird denn sowas machen? Ja. Wüsste ich jetzt wohl nicht. Ja, angenommen, dieser Kanal hätte einfach so 20 Abos bekommen und es wäre halt null relevant und niemand würde sich noch für Knuspi jucken, weil er ein verdammter Arsch Christus, ist. Was? Ja. Christus. Christus. Dann würde das vollkommen verlieren. Und worauf ich hinaus möchte, denkst du, dass Leute in 10 Jahren noch Snackies suchen? Nö. Aber ich finde die Idee aber lustig. Die Idee ist lustig, aber irgendwie ist es halt... Es geht mehr, dass ich was zu tun habe. Es geht mehr darum, dass ich was zu tun habe. Ja, das scheißebewerten.de irgendwie tatsächlich langwieriger. In 10 Jahren werden Leute immer noch Exkremente sich aus dem Rücken drücken. Aber Junge, ich will keinen Server hosten, auf den ich Terabyte Bilder vom Scheiße habe. Hey, warum nicht? Nee. Ich brauche die für den privaten Gebrauch. Das ist verdammt witzig. Ach, Jesus. Kann man jetzt schlagen? Ja, wir sind vor Ort, Herr. Ja. Komm mal ran, schlagen. Nur noch so weird, ganz ehrlich. Ich meine, da hockt einfach Birkenberg, der einzig wahre Birkenberg. Mit seinem Pferdeschwanz. Und ich meine nicht die Hauptgeschau. Ja, wir sind gerade alle nackt und tot. Ist eigentlich auch 12 Uhr morgens. Warte. Nee, es ist bestimmt nicht kurz vor 2 Uhr nachts. Ich wollte es ja vor Mittag sagen. 3 Uhr nachts. Ja, und schon mal schon wieder Bock auf deinen Arsch.
trainiert. Und ich brauch deinen Arschloch. Brauchst Pfefferspray. Falls du von mir antanzt wirst, brauchst du Pfefferspray. Der Moshpit hat sich echt ein bisschen wie Autoscooter angefühlt. Nee, war da nicht drin. Ich fand den top. Ey, nee. Willst du nackte Männer anfassen? Ja, das war nicht. Ich wollte schon. Das ist fucking illegal. Ich wurde schon von genug nackten Männern angefasst. Stopp. Einer davon bin ich. Nee, einer davon war der fette Typ, der den die so zurückhalten mussten, weil sonst einen anderen zusammengeschlagen hätte. Hey, Bamu. Ja, Bamu. Ach so. Hallo, Bamu. Hallo. Auf in deinen Wänden zu leben. Nur der FC St. Pauli. Ich habe einen Freund, der ist Fan von FC St. Pauli. Tja. Du bist einfach der bessere Verein. Ja. Wir sind gerade aber in München. FC Bayern, Stern des Südens. Schmutz. Nix FC Bayern, Stern des Südens. Tim heute schon im Auto auf der Fahrt zum Bahnhof sagt, der FC Bayern-Fans sind Erfolgsfans. Die haben keine Ultras. Also, ich meine, vielleicht haben sie Ultras, aber... Nein. Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber nein. Weißt du, was Ultras sind? Doch, das sind so... Das sind die Rechtsradikale. Nein, das sind Hooligans. Ja, sei ja. Dynamo Dresden musste irgendwie, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr oder keine Ahnung, jedes Jahr, die mussten auf jeden Fall jetzt irgendwie schon 2 Millionen Euro abdrücken wegen Hooligans. Stark. Ja, 2 Millionen, die hätten sich einfach irgendwie so 2 Spieler holen können oder so. Aber für 2 Millionen kriegst du keine kleinen Spieler, also keine 2. Für die zweite Liga. Da kriegst du bestimmt 2 gute Spieler für eine Mille. Wie Tim in der 5. Klasse schon in Comics ausgedrückt hat, Fußball ist Menschenhandel. Da kann ich mich dann nicht mehr erinnern. Moment, Moment. Vielleicht habe ich da einen Filmriss davon. Hm. Ich habe einen Filmriss. Wieso muss ich da dann Layla? Layla? Mhm. Ich finde es frech, dass Layla verboten wird. Ich habe keine Ahnung, das Lied muss ich mir mal anhören. Guck mal jetzt mal. Was? Ich hab grad Dirk sehr menacing die angestellt. Ich hab's in Englisch zu reden, ich verstehe dich da nicht mehr. Ja, Englisch, du Hundol. Ah, ich hab in Englisch 11 Punkte im Abi. Ich hab in Englisch eine 1. Ja, ich nicht. Jesus Christus. Sus. Oh mein Gott, Adolf. Alter, guck dir mal diesen Typen an. Ich liebe das gar nicht, Wir haben noch keine Kommentare vorgelesen. Nee, Kommentare. Es gibt keine Kommentare. Das liegt daran, dass die letzte Folge noch nicht online ist. Ja, aber die vorletzte. Ja, sogar null Kommentare, glaube ich. Oh. Oder aber wahrscheinlich einer von Tim irgendwie. Ja, kommentiert, glaube ich. Aber hat er nicht Kenny irgendwie? Ja, warte mal. Hol mal deinen Schniedel. Was? Was? Hol mal dein Handy, ja. Yes. Ich bin sehr müde. Echt? Ich bin eigentlich noch... Maden. Mark Forster. Maden. Wir kriegen so ein Cease in the Six von Mark Forster. Ja, müssen wir das den Zuschauern erklären, warum Mark Forster halt... Maden. So ja, das war... Irgendwas mache ich nicht. Nee, an sich nicht. Warte, ist das eine Sache? Also, das wurde auf dem Konzert gerufen, ja, aber hat das einen Grund? Ja, der sieht einfach zu gut aus, also ohne Scheiß. Naja, das ehere Problem ist halt eher, dass die Radiomusik halt dominieren mit ihren Songs, die alle gleich klingen. Also ja. Minus musst du mir nicht Radiosongs. Da wäre ich auch dafür. Ständig mal davon geredet, dass du eher so positiv. Wo ist das positive Musik? Was? Minus muss. Ja. Das ist super positiv. Das ist überpositiv. Das ist Problem ist bei Jahren. Ja. Es ist einfach so krank, dass es schon wieder positiv ist. Okay. Ja. Ja. So wie Corona-Test. Du hast mich doch heute gesehen. Sah ich so aus, als hätte ich Spaß? Nee. Das ist jetzt traurig. Nein, also doch. Ich für mich fast also doch, du sahst aus wie ein Deutscher. Er hat schon sehr viel Spaß. Du sahst aus wie ein Deutscher, der Spaß hat. Ich sehe so aus wie jemand, der so von 9 bis 5 im Büro sitzt. Und ja, irgendwie schon. Genau. Ich kann mir dich so schön im Anzug vorstellen, so grau. Genau. So grau, einfach nur grau. So Hemd, so weißt du, so rot-weiß kariertes Hemd mit so einer Cargo-Hose und so einer roten Krawatte und ja, dann halt die ganze Zeit dann im Office. Eine Cargo-Hose. Eine Cargo-Hose.
Warum eine Cargohose? Cargohose. Cargohose. Richtig Korthose. Das passt ja überhaupt nicht. Oder Cargo Pants heißen die wahrscheinlich auf Englisch. Und das ja, ist schön, das ist mir Cargo. Das ist wahrscheinlich, ja, vielleicht. Ich weiß nicht, es sollten noch diese braunen, langen Hosen sein. Okay, also Tim hatte vor einem Monat geschrieben: Ich find's geil, dass ich in der Folge über schriftliches Abi rede und jetzt einfach mündliches Abi hab. Ah, da kann ich was dazu hinzufügen. Warte. Und es ist Scheiß Juni, was zum Malarius? Und er hat geantwortet: Ken, Marius. Nee, Malarius Müsli-Moment, in Klammern der zweite. Kann er echt ich kann schon was hinzufügen, es ist schon geil, dass die Folge draußen ist, die anderen noch nicht. Wir jetzt die nächste aufnehmen und ich jetzt einfach komplett Abi hab. Also Tim, du laberst ziemlich viel Scheiß für jemanden in Löffelstechreichweite. Komm her, probier's aus. In Leberklau-Reichweite. Trau dich, komm her. Komm zu mir als Schauerberg 8. Ja, das, du musst jetzt da aufstehen. Ich möchte sie aufs Bett. Nein, du nackter Mann. Leber entwendet. Du nackter Mann. Die Audiodeskription nebenher. Nils ist gerade echt nackt. Wir hatten gerade einen Bürgerkrieg zwischen Timothy auf der linken Seite und heiße Nudel auf der rechten Seite. Können wir auch von politischen Meinungen ausgehen? Das war nur die räumliche Ausrichtung. Ja. Tja, Nils. Weiterhin haben wir noch den zweiten Kommentar bekommen von Kenny. Ich habe mir über eine offizielle chinesische Internetseite die Urheberrechte an 4 unterschiedlichen Menschen in Polen gekauft. Hey, apropos Polen, die Postboten werden da an der Waffe trainiert. Was, echt? Was? Ja, das habe ich auf Instagram gesehen. Das ist eine seriöse Quelle. Nein, das geht mir mehr um eine Fackelsuppe, oder? Was machen wir mit dem restlichen Knoblauch? Wie viel Suppe ist noch da? Noch ein bisschen. Ein bisschen schlupfen. Du müsstest einfach reinhauen und mit anrösten. Könnt ihr auch einfach anzünden. Knoblauch ist doch auch scharf. Eigentlich müsstest du ja übelst viel davon reinhauen. Aber ist ein anderes scharf. Ja, ist nicht das, oh mein Gott, ich will sterben scharf, sondern ich nur. Was hältst du eigentlich von Wasabi? Cringe. Warum liegt mein hoher Puppe auf dem Boden? Das ist Japaner. Ja, aber was hältst du dann von Meerrettich? Das ist Pock, aber es ist nicht scharf genug. Dann musst du nur den scharfen. Davon mach ich, aber mehr. Das ist nix. Dann musst du den einatmen. Hab ich versucht. Cringe. Also schniefen nicht, aber halt so ein bisschen chemisches Riechen. Du musst mal versuchen über anale Injektion. Ich hab gehört, das funktioniert besser. Ich finde irgendwie so mehrheitlich ist das deutsche Wasabi. Das stimmt, deswegen bevorzuge ich es auf Wasabi. Ich bevorzuge Wasabi, weil es grün ist, so wie Kraus von 44. Halt dein Maul. Warum? Also nicht was Kraus, Japaner, du weißt warum. So. Das ist auch voll lustig in meiner Klasse. Also beziehungsweise einer aus meiner Klasse sagt die ganze Zeit so, ja, der Nils, der mag. Der mag keine Briten oder Amerikaner. Oder Franzosen. Oder Franzosen. oder Japaner. Oder Polen. Das ist ganz lustig, was da so ein Image von mir in meiner Klasse existiert. Ich will nur noch mal klarstellen, das ist alles nur ein fucking Joke. Manchmal ein bisschen exzessiv. Ja, gut, dass wir das klargestellt haben. Ja, ich werde es wahrscheinlich hier. Nils ist gerade nackt, das ist kein Joke. Ja, Nils ist gerade nackt nach Japaner. Und du siehst sehr sexy dabei aus. Ja. Polizei. Wie viele Minuten haben wir auf unserer offiziellen Liste? Mach dein Handy mit dem Fuß an, bitte. Das geht nicht. Ah, Fuß. Fuß an zu ditchen. Tim oder du. Wir haben uns knapp eine Stunde. Aber also hast du weitergemacht? Okay, ja, noch weiter aufgenommen. Ja, dann müssen wir noch weiter aufnehmen. Ja. Brauchen noch 10 Minuten. Wir können ja aber den Rest filmen mit Teleshopping. Wir können über das Teleshopping. Also, oh mein, das ist schon wieder derselbe Clip wie vorher. Hier ist 2300. 2299. Alter, Maul, ich brich dann. Wir könnten auch in diese schwarze Kiste auf dem Schrank gucken. Aber das gehört auch Frau München. Ja. Mir gehört's nicht. Mir hat sie nicht irgendwie. Warte, es gibt Hausregeln. Echt? Ja. Warte, die habe ich mir gar nicht durchgelesen. Oh Gott, bestimmt so nach 3 Uhr nicht mehr laut sein. Nach 3 Uhr, nach 3 Uhr irgendwie leise sein, Schnauze. Vielleicht steht da auch drin, ja, mein Haus ist auch dein Haus. Ende. Nee, wahrscheinlich so, wenn ihr diese eine Regel brecht, dann werde ich direkt von der Polizei. Ist dann wundervoll, wie man mit einer geschlossenen Blende das so gefilmt hat. Ist das nicht wundervoll, wie das hier blitzt und blinkt? Man kann denn auf Facebook folgen. Nutzt ihr mal Facebook? Nutzt du Facebook? Tim? Ich hab Facebook, aber nein, ich nutze kein Facebook. Ich auch nicht. Wollen wir ein Telefon haben? Was?
Facebook. Ja, träum weiter. Ey, ihr seid doch nicht so close, okay? Ich weiß, wie du heißt. Ich ja, du findest mich eh, von daher. Ich meine, du heißt, ich meine, von deiner Ausspuren. Oh, mir fällt ein, wir können. Das sind Maden. Ach, Junge, Nils. Ich kann schneiden, okay? Ja. Nee. Ich muss die Scheiße dann schneiden, weil du nicht. Meinst du, ich vergesse das? Nee, ich meine nicht, dass du es vergisst, sondern ich meine, dass du so, einen Monat so Zeit für dafür brauchen würdest. Ich brauche halt einen Monat Zeit für den Rest. Okay, warte, unsere Hausregeln. Wo sind die? No smoking. Gibt es hier Hausregeln? Komm lieber. Wegbeschreibung, Gastgeber anrufen. Guck sie mal an. Ja, wir haben hier Wasserschaden. Ja, wir haben einen Schaden. Hallo, Hausregeln hier. Auf Frau München. Okay, warte, ich zitiere die Frau München. Lass alles sauber und ordentlich, spüle dein Geschirr nach Gebrauch, rauche nicht und sei nicht lobenswert, um die Nachbarn zu stören. Vielen Dank für deine Mithilfe. Okay, dann werden wir mal nicht die Nachbarn stören. Halt die Schnauze, sonst kommt die verfickte Polizei mit dem Granatwerfer. Nee, ich meine, wir sind ja auch nicht lobenswert. Wie ist man lobenswert? Nein, die will ja, dass du nicht lobenswert bist, damit du den Nachbarn störst. Ja, Gesetz ist der Gesandte. Ja, ich bin auch nicht lobenswert. Ich will dir den Knoblauch nehmen und einfach ins Gesicht drücken. Ich möchte mein Gesicht in dein Gesicht drücken. Also ich finde, wir sollten öfter Podcasts zu dritt so aufnehmen. Wenn ihr das hört, ruft die Polizei. Besuche und Konzerte besuchen. Sollen wir eigentlich für jeden Podcast schon mal machen? Oh, dann müssen wir dann gehen wir zwei auf ein Konzert und du kochst für uns. Oh mein Gott, das wäre halt echt irgendwie voll cool. Janis kocht für mich. Hä, würdest du das machen? Ja. Was? Das wird ein Desaster. Hä, das wäre irgendwie voll lustig. Ich könnte da irgendwelche Challenges zusammen kochen. Ja, du machst so ein YouTube-Video so. Ja, das könnte dann immer ein Video für mir machen. Ich mir Gedanken durch oder Mixed Up. Weil, ne, der ist ja nicht tot. Ne, ist mir egal. Ich lasse aber was hoch. Ist die Sprache Magyar? Ungarisch. Also leben wir theoretisch gerade in einem ungarischen Kellergewölbe. Oh mein Gott, Sianak, ne? Genau. Warte. Die haben da gerade keinen Schmuck mehr. Die haben da einen verdammten Haken. Necken van Egg Penny Set. Ich glaube, es hat einen Haken, wenn ich dort bestelle. Für 20 Euro übrigens. Ja, einen Haken. Ein Haken für 20 Euro. Ein Haken für 20 Euro. Da kannst du dich gut einhaken. Hang yourself. Nee, warte, das ist 13-teilig. Magischer Haken, alles gut, das ist 13-teilig. Das ist mehr als 1 Euro für einen Haken. Jermekek. Ah, die sind wiederverwendbar. Igen. Aber ich hab's auch wieder vergessen. Crazy. Das Geld. Nuklearer Brennstoff. Germekek. Es kommt irgendwann mal der Tag, wo irgendwelche Leute in den Kommentaren mich canceln werden und das wird lustig. Germekek. Hashtag Canceln-Nudel. Hashtag Germekek. Mein Daumen hat sich entzündet. Oh, guck mal, da siehst du alle Haken auf einmal. Das ist sehr witzig. Das ist ein richtiger 1-8-BESCO-Moment. Ja gut, dann haben wir uns an die Hausregeln eigentlich gehalten. Ich meine, wir stören die Nachbarn nicht. Wir stören die Nachbarn. Wir sind lobenswert, nicht lobenswert. Doch, wir sind nicht lobenswert. Wir sind nicht lobenswert und stören dadurch die Nachbarn. Ja, wir perfekt. Wir halten uns an die Hausregeln. Maden. So ein Esel. Heiße. Maden. Warte, was ist das? Was ist das? Dr. Peter Hartig. Oh, so ein geiler Chip. Guck dir den mal an. Der guckt dir seine Haare an, die. Du könntest einfach lutschen. der verkauft hier irgendwelche Gesundheit. Oh mein Gott. Und den würde ich mir alles kaufen lassen. Mit wertvollen was? Mit wertvollem Biogas. Pipier? Dr. Peter Hartig, Weihrauch. Weihrauch Spezial, 150 Kapseln. Mit Piperin. Ist das überhaupt ein Molekül? Was ist Piperin? Ich will wissen, was das für ein Molekül ist. Okay, das ist eine Aminokette.
Kann gut sein. Weil, ja, ich kenne mich nicht aus. Nee. Wobei es könnte ein fancy Name für eine Aminosäure sein. Aminosäurenkerne. Basen. Das ist alles, an was du dich an. Desoxyribonukleinsäure. DNS? Ja. Ja. Primer. Was ist das? Das ist sowas für so Genscheiße. Mann, ich muss mir. Weißt du das? Nee, das hat das Skelettmodell, das verstehe ich noch nicht. Also das Skelettmodell, zeig mal. Das Skelettmodell, ich weiß nicht. Das, ist das da. Das ist, ich glaube, das ist Chemie, Striche, das verstehe ich nicht. Ich glaube, die Striche sind irgendwie Kohlenstoff und Wasserstoff. Die Striche? Aber das heißt, da ist ein Stickstoff dran. Ja. Krass. Und irgendwie diese Kringe sind irgendwie das. Ich weiß nicht, ich habe noch keinen Chemie-LK-Kurs. Das bedeutet doch praktisch dann, da ich nicht verstehe. Und das Chemie ist lustig, ich will Chemie. Warte, C17H19NO3. Wenn ich jetzt noch die Formel im Kopf hätte, könnte ich dir sagen, was. Dann kann ich den nicht. Was HNO3? Ja. Ein hellgelber Feststoff. Ey, das ist umweltgefährlich. Yay! Ist das Piperin? Ja. Umweltgefährlich. Ja, da. Also da ist so ein Symbol mit dem toten Fisch und so. Der Fisch? Das ist allgemein gefährlich. Also meinst du der tote Fisch? Der Fisch? Guck mal, ob da irgendwie dran steht, dass es im Körper vorkommt oder so, weil. Vorkommen. Außer halt als Abbauprodukt. Früchte des schwarzen Pfeffers. Piperinkristalle. Nice. Was für medizinische Verwendung? Piperin, Pharmakologie. Hm. Mann, ich will nicht so gebildetes Zeug gerade machen. Ich war froh, dass ich den. Ist der nicht aus Joke einfach Chemieartikel? Nee. Ich kann nicht lesen. Kann aus schwarzem Pfeffer mit Ethanol extrahiert und anschließend kristallisiert werden. Oh. Schwanz wie ein Pferd. Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe, diese Fähre. Ja, nee, das machst du. Ich weiß nicht, ob ich kristallisieren kann. Aber wenn es einfach nur mit Ethanol mischen und dann kristallisieren. Polizei Nils wird Crystal Meth herstellen. Nee, das kann ich nicht. Oh, Polizei München, bitte schnell kommen. Ja, bitte, ich brauche einen Granatenwerfer. Ich brauche einen Safer. Ich trete die Tür ein. Alles Böden. Die Hände sind umzingelt. Ja, komm, schlag mich fester, Daddy. Was wollen die dann tun, ne? Mich schlagen. Dann wird er einfach stöhnt. Ja, dann stöhne ich. Aber das ist gay, das mögen die nicht. Und dann schießen die einfach direkt. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich nur noch existiere. Ey, Dirk, warum ist ein Ohr so? Ja. Dirk hat ein Ohr und ist rot. Wackelt er mit seinen Ohren. Hast du mit deinen Ohren wackeln? Nein. Warum nicht? Kann ich nicht. Schwach. Jetzt hab ich so ein Ohr geschnipst. Du hast sehr viel Freude, dass ich da bin. Ja, das weiß ich. Oh mein Gott, der hat Ohren, ne? Ja, findet ihr es auch nicht weird, dass Menschen Ohren haben? Wenn ich deine Ohren so angucke, ja. Das ist vollkommen. Wenn du die an. Was ist das? Mach die mal weg. Was? Gerne. Ne, ich hab gesagt, mach die mal weg mit Germik. Ich fand's schon sehr gut, Ohren zu haben heute. Ich auch. Mir ist nicht die Ohrmuscheln. Das sind nicht die Ohren selber. Ich hab dir trotzdem gesagt, okay, nächstes Mal im Europax mit. Ich weiß nicht, wer fickt nicht. Ich hätte ihm noch nicht mit meinen Fingern die Ohren zugehalten, damit du wollte nicht. Du hast mir nicht mal angeboten. Doch, hab ich. Du hast mir vor dem Konzert. Ich wollte sie doch ablecken. Also nach. Hä, bestimmt. Könnt ihr damit die Augen mal stechen? Ja. Ja, es ist 2 Uhr morgens. Ja, zwei. Ich glaube, so spät haben wir noch nie unseren Podcast aufgenommen. Nee, irgendwie normalerweise nehmen wir um 4 Uhr. So weit im Osten haben wir nicht mal einen Podcast aufgenommen. Osten? Oh mein Gott, wir sind ja im Osten. Hey, was für Osten? Wir sind in Bayern. Wir sind mehr. Ja, aber es ist trotzdem noch der Westen. Ja, ja schon. Scheiße Business. Ja, das merkt man daran, dass es hier warmes Wasser gibt. Ihr trinkt wahrscheinlich nicht abgelaufene Milch. Oh mein Gott, der ist der Böse. Wir machen auch Pfannkuchen und keine Pflinzen. Okay, Junge. Das ist schon hart. Ja, aber jetzt erstmal for real. Wir müssen mal die Truths bitten. So, das ist nur so Joke-Beef, weil so Beef echt so wegen so dummen Sachen ist voll dämlich. Ja. Das ist nicht vegetarisch. Das ist nicht vegetarisch. Beef. Was? Ich wohne eigentlich in der Scheune und neben mir liegt die Kuh Grieselhilde. Steht Dresden? Ja, Dresden steht noch. Schreibt mal in die Kommentare. Klosorte.
Das kann nur von einem kommen, der Plinse, sagt Alter, ohne Witz. Zur Dusche für Zwerge. Hashtag Hälfte Nudel. Tiefspüler und die Flachspüler. Das ist ein Gedankendurchfall. Ey, der Podcast ist einfach Gedankendurchfall. Oh mein Gott. Das ist auch eine gute Idee. Gedankendurchfall. Gedankendurchfall. Das wäre echt ein lustiger Name. Milk. Böse, ja, okay, da war's das ja. Ist doch nicht mehr Dr. Peter Hartig, das ist ein anderer Doktor. Da steht doch Dr. Peter Hartig. Vielleicht ist die Marke Dr. Peter Hartig. Warum nennt man das Dr. Peter Hartig? Ja, damit es gebildet klingt.